Bergstraße bei Bensheim-Auerbach, dicht bei dem kleinen Dorf Hochstetten, steht diese Fabrik. Sie gehört zu einem der wenigen Bergwerke in Deutschland, in denen unter Tage Marmor abgebaut wird. Hier vor Ort bereiten die Männer eine neue Sprengung vor. Mit Pressluftbohrern dringen sie in das Gestein, um die Sprengkammern fertigzustellen. Sie arbeiten an einer der besten Stellen der Sohle, denn hier liegt der Marmor fast bloß. Über 100 Jahre ist das Bergwerk schon in Betrieb. Die Vorräte im Berg reichen noch für Generationen. Es sind keine großen Platten, die hier gewonnen werden. Dazu liegt zu viel anderes Gestein zwischen dem Marmor. Aber dennoch ist es auch hier wert, abgebaut zu werden. Es sind zum Teil riesige Hallen unter der Erde, die abgebaut werden. 500 Meter Schienen dienen zum Transport des Gesteins vom Stollen bis zum Förderkorb. Erst seit dem Jahre 1945 wird in dem Werk intensiv abgebaut. Seit dieser Zeit hat es unter Tage keinen Unfall gegeben. Die Männer müssen zwar Schutzhelme tragen, aber obwohl kaum Abstrebungen zu finden sind, das Gestein sitzt so fest zusammen, dass keine Gefahr für die Arbeiter besteht. Außerdem wird regelmäßig die Festigkeit der einzelnen Sohlen überprüft. Das sind 120 Meter bis zum Tagebau. Wie viele Sohlen bauen Sie ab? Wir haben 6 Sohlen, 4 Sohlen werden zurzeit abgebaut. Und der Marmor wird in reiner Form gewonnen hier? Gewonnen, ja. Der liegt zwischen dem Granit? Zwischen dem Granit ist er eingeschlossen. Wie groß ist der Produktionsausstoß? Produktionsausstoß ist eben zurzeit, kann man sagen, zwischen 50 und 60 Tonnen. Am Tag? Am Tag. Und wie viele Leute arbeiten hier unter Tag? Circa 15 Mann unter Tag im Gedinge. Die Loren werden in den Förderkorb gefahren und ans Tageslicht gezogen. Über Tage besorgt nun ein Kran das Weitere. Starke Ketten heben die Lore zu einem Silo, in das die Steine automatisch gekippt werden. Hier werden die Steine aus dem Silo gezerrt und auf dem Fließband sortiert. Nur Marmor darf weiter transportiert werden, während alle anderen Gesteinsarten herausgelesen werden. Vom Fließband kommen die Steine direkt in Steinmühlen, in denen der Marmor gemahlen wird. Die Mühle kann so reguliert werden, dass sowohl sehr feinkörniges als auch gröberes Marmormehl gewonnen wird. Gleichzeitig werden dem Mehl Zement, Farbe und Kalk zugesetzt. Die Männer an der Abfüllmaschine müssen Masken zum Schutz gegen den Staub tragen, der für die Lungen sehr schädlich ist. Das Endprodukt sieht dann so aus. Es dient zur Grundlage eines Edelputzes, der sich durch eine besondere Härte auszeichnet. Wie hier in der neuen Nikolaikirche in Frankfurt.